Ich rufe jetzt den nächsten Redner für die AfD-Fraktion auf. Mal ganz langsam, Herr Abgeordneter Lilienthal. So, jetzt hat für die AfD-Fraktion der Herr Abgeordnete Lilienthal das Wort. Wir warten aber noch mal ganz kurz. Es ist auch bei Ihnen so, 4 Minuten sind eingeblendet, plus eins, nach 4 Minuten klingel ich kurz an, dann haben Sie noch 1 Minute weitere Redezeit. Bitte schön. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. An die Masse dieses Applaus können wir uns schon mal gewöhnen. Das deutet so ein bisschen auf die kommenden Landtagswahlen, auf die kommenden Bundestagswahlen hin. Ist eine schöne Geräuschkulisse. Ganz Niedersachsen hat erkannt, die Presse, die Zivilgesellschaft, die Politik, dass wir in Niedersachsen ein Problem mit Wohnraum haben. Ganz Niedersachsen? Nein. Eine kleine niedersächsische Landesregierung verhält sich wie ein kleines gallisches Dorf und schaut am Problem vorbei. Sie haben ihr jedenfalls eben. Trotzdem Vorschläge gemacht wurden, heute Vormittag haben wir auch schon Vorschläge als AfD vorgelegt, nicht einen einzigen Sachbeitrag dazu geliefert, wie hier mehr Wohnraum entstehen soll. Das war wirklich traurig, Herr Minister. Und Herr Minister, ich muss mal Folgendes sagen. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich habe Sie hier gefragt, wann wird die erste Wohnung bezugsfertig sein? Die Intention der Frage war doch klar. Ja, und dass Sie darauf keinen Stichtag sagen. Aber Sie hätten auch sowas sagen können wie, Mensch, Lilienthal, ich halte Sie zwar für einen Rechtspopulisten, aber ungefähr drittes Quartal 2025 oder sonst wann. Das wäre doch was gewesen, aber zu sagen, wenn Sie bezugsfertig sind, ja, wie arrogant ist das denn? Wie arrogant ist das denn? Seit wann gehen wir... Herr Abgeordneter Lilienthal, ich habe jetzt mal ganz kurz das Mikro abgestellt. Erstens haben wir hier eine Mikrofonanlage. Wir müssen nicht ganz so laut schreien. Das ist etwas schwierig. Das gilt auch für die anderen Kollegen im Moment. Das Zweite ist... Es ist absolut nicht zulässig und gehört auch nicht in dieses Haus, dass Sie ein Kabinettsmitglied, in diesem Beispiel Herr Minister Lies, hier beleidigen. Ich habe das als Beleidigung aufgefasst und ich würde Sie bitten, sich zu entschuldigen. Dann können Sie fortfahren. Nee, das mache ich nicht. Entschuldigung, also das werde ich nicht machen. Ich habe mit Sicherheit niemanden beleidigt. Und wenn Sie mir das... Wir warten jetzt einfach. Herr Abgeordneter Lilienthal, ich habe gehört, was ich gehört habe. Ich vermute, der Herr Minister auch. Sie haben sich erklärt, sich nicht entschuldigen zu wollen. Wir werden uns sehr genau das Protokoll angucken und eventuell auch nachträglich dann noch mal wirklich darüber sprechen müssen, auch ernsthaft. Ich finde, das ist ein Ton, auch mit dieser Art der Unterstellung, der in diesem Haus nichts zu suchen hat. So, und jetzt fahren Sie fort. Also, mir steht nicht zu, das zu kommentieren. Ist einfach nur so, ich bin schwer enttäuscht, weil auch ich gehöre zu diesem Parlament. Das mag für den Minister, für die Landesregierung unerträglich sein, aber ich bin hier genauso reingewählt worden und habe genauso Parlamentsrechte, Verfassungsrechte wie jeder andere Abgeordnete. Und wenn ich meinem Minister eine Frage stelle, dann erwarte ich eine vernünftige, inhaltliche Antwort. So, ja? Herr Abgeordneter Lilienthal, Ihre Verfassungsrechte, unsere alle Verfassungsrechte sind uns allen bekannt. Die werden hier auch gewahrt. Dafür sitzen wir hier auch als Präsidium. Das ist das eine. Das zweite ist, erstmal ein bisschen Ruhe. Jedes Mitglied der Landesregierung antwortet entsprechend der Verfassung nach bestem Wissen und Gewissen. Und wenn eine Antwort aus Ihrer Sicht nicht ausreichend ist, wie Sie moniert haben, steht es auch der Landesregierung frei, etwas nachzureichen. Aber nehmen Sie es erstmal hin, die Landesregierung antwortet nach bestem Wissen und Gewissen. Und so wird es hier gehandhabt und so ist es hier. Und es handelt sich hier um keinen Skandal, liebe AfD, wir Fraktion. Wir können uns das gerne hinterher alles nochmal im Protokoll anschauen. Vielen Dank. Dafür erhalten Sie jetzt einen Ordnungsruf. Sie kennen unsere Geschäftsordnung, Kritik am Präsidium, an die Präsidentin, Herr Abgeordneter Bothe.
Das ist Ihr erster Ordnungsruf für den heutigen Tag. Und jetzt hat Ihr Fraktionskollege, Herr Abgeordnete Lilienthal, das Wort. Gut. Also ich versuche jetzt noch mal zum Inhalt was zu sagen. Es ist doch so, natürlich steht diese Landeswohnungsgesellschaft im Zentrum der Landesregierung, der Bemühung, Wohnraum zu schaffen, mit immerhin 100 Millionen Euro. Das ist für uns einfach der falsche Ansatz, weil wir, das hatte ich heute Vormittag schon hinlänglich ausgeführt, die private Initiative vor dem staatlichen Eingriff hochschätzen und meinen, dass neuer Wohnraum insbesondere durch die private Initiative entsteht und eben nicht dadurch, dass der Staat Wohnungen aufkauft, saniert oder wie auch immer. Und in dem Zusammenhang habe ich auch danach gefragt, wann die erste Wohnung bezugsfertig ist, weil auf dem Wohnungsmarkt brennt einfach der Baum und da ist das Datum der Fertigstellung einfach relevant. Ist relevant auch für unsere Anträge jetzt im Haushaltsverfahren. Wir meinen auch, dass die Landesregierung mit dieser Landeswohnungsgesellschaft auf einen Markt tritt, auf dem andere Akteure, Bauvereine, WGH Herrenhausen, die wirklich sehr groß ist und so weiter, eine Expertise haben, die die Landesregierung hier abschöpfen müsste. Und das aber nicht tut, sondern was Eigenes in die Welt setzt, das halten wir für falsch. Wir halten es für richtig, daran zu gehen, mit den Gesellschaften und Genossenschaften zu sprechen und vernünftige fachliche Lösungen zu erarbeiten. Wir meinen auch, dass wir weniger Kaufnebenkosten brauchen. Einen Antrag dazu haben Sie heute Vormittag gesehen. Sicherlich ein Teil der Lösung, kein erschöpfender, aber immerhin ein Beitrag. Wir meinen auch, dass wir weniger Auflagen brauchen. Das haben wir hier kürzlich thematisiert. Dadurch, dass wir der Ansicht sind, dass man als Mensch zwar im Moment sein Geschlecht frei wählen darf, aber die Heizung nicht, das halten wir als AfD für falsch. Das ist nun mal so. Und wir meinen auch, dass es Initiative braucht und was die baurechtlichen Bedarfe angeht, ständig im Kreis gezeigt wird. Und wenn gar nichts mehr geht, dann wird auf die Europäische Union gezeigt. Und das halten wir, das halte ich persönlich auch für falsch, weil es das Problem einfach nicht löst. Und dieser Unernst, mit dem der Sache hier begegnet wurde, ich kann das noch mal aufnehmen, weil ich es halt so empfinde, trägt diesem Problem nicht Rechnung, ja, denn ich stehe hier auch nicht für mich, sondern ich stehe hier für meine Wähler, für unsere Wähler, fast 400.000, und die haben Probleme mit Wohnungen. Mich persönlich betrifft das nicht, aber das ist doch unsere Aufgabe, das hier im Parlament zu diskutieren. Herr Lilienthal, es gibt eine Zwischenfrage des Abgeordneten. Sagt Leben, würden Sie die zulassen? Nein, danke. Gut. Ich bin auch fertig. Ich bedanke mich nichtsdestotrotz für die Aufmerksamkeit.